Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder in St. Martin. Es ist zum Glück nochmal aufgeklärt, wo wir hier waren und deswegen nutzen wir die Gunst der Stunde, haben uns nochmal aufs Fahrrad geschwungen. Ich habe vor circa einem Monat hat mir GoPro den Karma Grip geschickt, der praktisch das ganze Bild, die ganzen Aufnahmen stabilisiert. Und ich bin aber noch nicht dazu gekommen, den auszutesten. Es hätte sich vielleicht auch angeboten, das Ganze in Whistler zu drehen, aber mein Gepäck war einfach so rappelvoll, dass ich den nicht mehr reinbekommen habe. Deswegen testen wir den jetzt hier auf der Downhill-Strecke in St. Martin. Ich habe den Chesty schon an. Das machen wir zuerst. Am besten stecken wir die GoPro rein. Bäb. Zack. An. Machen das Teil fest. Und ich würde sagen, wir filmen noch eine Abfahrt. Und ich mache zum Vergleich noch, die habe ich da drüben. Ich habe noch meine 5er Session dabei. Die mache ich einfach an den Helm. Und dann können wir mal testen, wie denn der Unterschied ist zwischen der normalen Aufnahme und wie der Karma Grip stabilisiert. Let's go! Let's go! Wir sind kurz angehalten, um die Footage zu checken. Erstmal haben wir uns eine Minute lang drüber unterhalten, wie geil das denn ist und wie viel Bock das hier macht. Die Strecke ist echt der Hammer. Production Team hat sich gedacht, wir schnallen den jetzt doch mal auf den Helm und testen mal, wie das Ganze da drauf aussieht. Es könnte sein, dass das Visier immer mal ein bisschen reinhängt, aber ich glaube, so kriegt man nochmal einen anderen Blick. Wir checken es einfach mal aus und wenn es kacke aussieht, dann machen wir es wieder an den Chesty. Bist du mal vor? Oh, was mit dem Backpack? Jo! Das ist schon schwer auf dem Kopf, aber es geht. Oh! Oh! Junge! Junge! Geht's? Digga, du bist voll auf dem Rucksack. Nee. Komplett so dang. Geister Crash des Jahrtausends. Alter, halt die Schnauze. Krass. Und die Kamera lebt. Ich lebe noch. Alter. Alter, du glaubst nicht, wie das aussah. Wir gucken uns das nachher an. Du bist hier drüber. Bam, 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 Fahrrad. Alter. Bin ich echt cool. Ja, du bist voll mit dem Rucksack, zack. Oh! Oh! Junge! Läuft? Jo. Bist du mal vor?
Robert mit dem Backpack. Jo! Das ist schon schwer auf dem Kopf, aber es geht. Oh! Oh! Junge! Junge! Alter. Oh. Robert, was war in der Tasche? Fujifilm XH1, 2000 Euro. 16,55, 1000 Euro. 55,1, 2000 Euro. 23,14, 800 Euro. Samyang 12mm F2, 300 Euro. Und Zweitkamera neu, 1000 Euro. Rechne mal hoch, was war das jetzt? 10.000 Euro? 8 oder so, 8, 9, 10.000 Euro. Haben sie überlebt. Hui! Okay, Robert ist heile, Kamera ist auch heile und die Objektive. Und das Fahrrad ist auch heil. Wer jetzt ans Fahrrad gedacht hat, das war das letzte, woran ich denke, aber. Das ist heftig, Alter. Pass auf. Fahr links. Von meiner Lieblingsstelle. Ja. Der läuft. Wir haben wieder am Brustgurt. Oh. Robert macht's mit weiter. Geil. Kein Crankflip. Schade. Oh, kein Crankflip. Abgerutscht. Schau jetzt mal Robert seine Worte, er hat gesagt, vor 3 oder 4 Jahren sah Downhill-Fahren durch die GoPro einfach noch aus wie das übelste Geruckel. Also alles hat gewackelt, man hatte kein richtiges Bild, weil alles so ging. Und ich finde, mit der Karma sah es jetzt schon echt geil aus. Ich habe die nur bekommen von GoPro, ich werde dafür nicht bezahlt, nur am Rande muss man ja heutzutage immer sagen. Zieht euch nochmal das letzte Mal den Ausblick rein. Komplett geil. Als Fazit, genau ein was habe ich noch gesehen, ich habe den Barspin gemacht und habe dabei aber voll hier an dieses Teil geschlagen, deswegen gab es da diesen kleinen Impact. Ansonsten, ich werde den Karma Grip auf jeden Fall nicht jedes Mal benutzen, weil es ist schon teilweise ein bisschen lästig, wenn man sich den immer ranbauen muss. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich jetzt halt zum Beispiel so einen Barspin machen will und bleib daran hängen, das ist für mich nicht so cool, aber wenn man echt
vorhat, eine richtig geile Abfahrt zu filmen und das Ganze soll richtig steady sein, dann packt man den auf jeden Fall mit ein. Manchmal ist es einfach viel einfacher, die GoPro hier oben schnell reinzuschnallen und zu fahren. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Peace.